Hallo ihr Lieben, wir reisen heute nach Khanbulat und sind sehr gespannt, was uns dort erwartet. Da hoch. Khanbulat, wir haben alles dabei und reiten los. Ein paar Tage auf der Straße und wir sind da. Oh, sieht wieder gut bewachsen aus. Auch wieder ein bisschen kleiner, ne? Nicht so groß. Der Pfeil sagt aber bitte hier runter. Eine Torte? Ui! Für meine Hilfe beim Wiederaufbau der Zelte haben die Anführer der Khans mir ihre Unterstützung angeboten. Wann immer ich sie bräuchte, um mich zu einem Fest. Und mich zu einem Fest eingeladen. Als die Feier in vollem Gange war, kam einer der Khans, Mengu, auf mich zu und erzählte mir, dass einmal ein Mann in ihre Stadt gekommen war. Er hatte nach einem heiligen Ort der Khans gesucht. Iss den köstlichen Honig, tanke neue Kraft mit ein paar frischen Pflaumen und probiere ein paar von den süßen Äpfeln. Wenn ich Glück habe, dann springt es hier raus, wenn ich hier schon mal ein bisschen aufräume. Wenn nicht, dann muss ich da nach Hause. Was sind denn das jetzt für Khans? Mir fehlt gerade irgendwie der Zusammenhang. Alter hat uns doch hier hingeschickt, hat gesagt, wir sollen da mal gucken. Und jetzt kommen sie plötzlich mit Khans, die mit uns ein Fest feiern wollen. Hier gibt es auch ein Suchsel wieder. Seltsames Erz sollen wir suchen. Beende die Aufgabe so schnell wie möglich und erhalte diese Belohnung. Hatten wir das letzte Mal auch, aber da war irgendwie kein Timer oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir etwas Besseres gekriegt haben, nur weil wir ganz schnell hintereinander alle Amphoren eingesammelt haben. Wir bekommen dafür 5. Sollen das Würmer sein? Seit wann sehen die so grisselig aus? Okay, finde die Vorkommen seltsamen Erzes und lade sie auf den Schlitten. 15 Stück. Tja. Hier gibt es auch ziemlich große Felsen. Laterne. Ja, gut. Ich glaube, da ich sowieso erstmal was abbauen muss, um nachher futtern zu können, fange ich mal hier an, ein bisschen eine Bresche zu schlagen. Man sieht ja schon ein bisschen was durch, ein Dorf. Das heißt, der Wegweiser hat uns tatsächlich in die richtige Richtung gewiesen. Wir wären hier aber auch gar nicht durchgekommen, ohne die ganz großen Steine hier wegzumachen. Wahrscheinlich absichtlich. Und hier liegt schon so ein besonderes Erz. Und guck mal, 60 brauchen wir, um das in den Schlitten zu schaffen. Das ist krass. Da müssen wir uns mal hier gut vollladen, wenn wir alle gefunden haben. Und dann einfach mal zack, zack, zack. Müssten wir ja sogar öfter fahren, hä? 15 Stück von den 60ern haben. Das dann gar nicht so wirklich. Ja, doch, das könnte gerade auf den Schlitten passen. Und natürlich haben die Inuit hier oben auch wieder einen Briefkasten. Kann ja gar nicht anders sein. Oh, das ist natürlich hübsch. Sparen wir uns schon ein Viertel der Karte zum Freiräumen. Aber, guck mal, das Zelt da in der Mitte, das sieht gar nicht fertig aus, oder? Was müssen wir machen? Ah, oh, wir müssen noch Zeug essen. Oh je, ich glaube, vorher kriegen wir hier keine Quest. Solange wir nicht, ich habe zwar schon das ein oder andere gegessen, was hier rausgehüpft ist, aber nicht so viel. Das heißt, wenn wir hier einen Fortschritt haben wollen, jetzt auch wieder so ein Erz. Ah, das ist nicht ganz so schwer. Dann müssen wir, glaube ich, zu Hause uns erstmal satt futtern, sonst funktioniert das nicht. Und dann machen wir das doch gerade mal und gucken, was da passiert. Und da ich hier noch gar kein Lager habe, habe ich gerade alles auf dem Schlitten und ich dachte, ich fahre es schon mal hier hoch, weil es geht wahrscheinlich sowieso hier weiter. Es sei denn, wir kriegen jetzt eine neue Quest, wo es dann heißt, also die wir auch unten gekriegt hätten. Bringe ein paar Baumaterialien, sonst können wir hier irgendwie nicht weitermachen. Aber mal gucken. Ich habe einfach mal alles mitgebracht. Okay, also wir sollen Pflaumen essen. Und 1, 2, 3.
Nein, das war das Falsche, ne? Doch, doch, doch. Es ist egal, was für ich, was für Honig. Habe ich beides mitgebracht. So, und dann sollen wir 10 Äpfel essen. Die kriegen wir gar nicht alle rein, ha? Huh? Und Pflaumen. 2 Äpfel. Stopp, stopp. Ich glaube, ich mache erstmal hier noch so ein paar Büsche ab. Damit wir da so ein bisschen den Magen frei bekommen. So, jetzt passt wieder was rein ins Bäuchlein und wir essen noch Äpfel und Pflaumen. So, wie viele Pflaumen noch? Aha. Mengus Geschichte weckte mein Interesse. Wer ist Mengu? Wie kommen wir denn da jetzt dazu? Ich kenne den gar nicht. Irgendwie ist das jetzt gerade so ein Story-Sprung wieder. Der Mann, der auf seiner Suche hier gewesen war, musste mein Vater sein. Daran konnte es keinen Zweifel geben. Die Verbindung zwischen der Legende von Kambulat und seiner Erwähnung ließ mir keine Ruhe. Oder hat in Polarseite jemand irgendwie... Ich muss, glaube ich, das Polarseite-Ding noch mal anschauen. Vielleicht sind da diese Namen gefallen. Okay, die Verbindung zwischen der Legende von Kambulat und seiner Erwähnung ließ mir keine Ruhe. Oh, das Bild. Mengu hatte mein Interesse geweckt und versprach mir mehr zu erzählen, wenn ich etwas Arbeit für ihn erledige. Hacke etwas Feuerholz in der Scheune und lade es in Kambulat ab. Aha, wir dürfen wieder hin und her fahren, damit wir auch wirklich was zu tun haben. Okay, machen wir. Wir holen Feuerholz. Vielleicht habe ich sogar noch welches zu Hause, obwohl, da ich das nie brauche. Muss ich es wahrscheinlich tatsächlich erstmal hacken. Och, wir nehmen da hinten mal so eine versteckte Kiste doch mit. Die nehmen wir doch gern. Das Gemeine an der Sache ist natürlich, dass dieses Feuerholz wieder Energie braucht. Jedes einzelne zum Hacken braucht eine Energie als Ressource. Eben Holz. Das ist fies. Ja, aber ich kann doch gar nichts abladen. Das fällt doch dann ins Nichts. Ich habe doch hier gar keinen... Mal schauen. Oh, ich habe es gar nicht aufgeladen. Aber ich habe doch hier gar kein Lager. Weißt du, ich muss hier erstmal... Bin ich da schlau? Nichts aufgeladen. Super. Hier. Schaff das erforderliche Material für den Wiederaufbau dieses Gebäudes heran und öffne deine Station in dieser Location. Aha. Können wir gleich mal aufschreiben. Okay, wir hätten eh wieder zurückgemusst. Und dann können wir die Sachen gleich mal mitbringen, ne? So, wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den Beinen, wie so oft. Und das passiert mir ja sehr oft. Und wenn wir jetzt nämlich hier draufklicken, dann sehen wir würden es wegwerfen. Wir müssen also unser Lager erstmal bauen. Und da es sonst hier kein Lager gibt, nur hier ein unfertiges Zelt, müssen wir das bauen. Und es ist die erste Stufe erst. Es kommt noch mal eine Stufe dran. Und die müssen wir natürlich auch erstmal herschaffen. Und damit müssten wir eigentlich dann unser Lager haben, wenn ich nichts vergessen habe. Bau von das Zelt des Khan ist beendet. Klicke auf das Gebäude, um zu sehen, was wir damit anfangen können. Sieht schick aus, ne? Schauen wir mal. Das Lager ist leer. Wir können tauschen. Truhe mit der Karte von Kambulat. Ich dachte, wir sind schon in Kambulat. In der Truhe befindet sich die Karte nach Sternennest. Aha, skizziert nach den Angaben aus Vaters Tagebuch. Oha. Lass dir Zeit beim Erstellen der Karte und erfahre lieber mehr über das Land. Ja, wir machen auch erstmal Kambulat. Und dann gibt es einen dicken Bärenpelz. Den brauchen wir, um nach Khan Miris zu gelangen. Zu anderen Ländern. Wir sind ja schon Khan Miris.
ein bisschen komische Tooltips. Dann aber eine Harpune, die brauchen wir, um nach Drachenflügel zu kommen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Und die Wetterfahne brauchen wir für irgendwas. Irgendjemand braucht sie. Oh, und Götzen und Totems. Oha, müssen wir da ein ganzes Dorf wieder aufbauen. Oh, da brauchen wir auch das seltsame Erz dafür. Es sieht aus wie Eisen, aber übertrifft es in allen seinen Eigenschaften. Und Feuer werden wir auch wieder brauchen. Das heißt auch hier, ja genau, Streichhölzer zum Anzünden. Und später Kohle. Oh nein, Fellmützen. Eine Gießerei. Drei Gießereien können wir... Oha, du kannst die Legierungen, die für den Bau von Gebäuden und der Eisenbahn benötigt werden, in der Gießerei produzieren. Die Sicherungsgurte ermöglicht das Befestigen von Ausrüstung, ohne dass diese im Schlitten Platz verbrauchen. Das heißt, ich kann dann mehr aufladen. Und im Rucksack befinden sich Schätze aus den Tiefen von Sternennest. 10 Stück. Und ein Kessel, der aber noch nicht freigeschaltet ist. Wird im dichten Wald an der Lichtung gebraucht. Oha, oha, oha. Hier gibt es also lauter nützliche Dinge. Also keine, die wir so später mal zum irgendwas aufbauen brauchen, sondern tatsächlich einfach Dinge, die wir zu irgendwelchen Questfortschritten wahrscheinlich brauchen. Und um neue Lande zu betreten. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Naja, wir müssen ja noch Holz abladen. Okay, machen wir mal. Können wir ja jetzt alles abladen. Spätabends hatte ich Mengus Auftrag erfüllt. Hoffentlich bekomme ich morgen von ihm ein paar genauere Informationen zu meinem Vater. Ach, warum erzählt er nicht gleich was davon? Naja, gleich mal. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier Zugriff kriegen. Ich würde mal sagen, das wird sich noch hinziehen. Mengo sagte, die Kahns seien wütend geworden, als sie herausgefunden hatten, dass mein Vater das Sternennest gefunden hatte, einen heiligen Ort, der am Ende eines Pfades durch finstere Sümpfe lag. Oha. Bringe ein paar Käfige von Adlerhorst nach Kahnbulat und finde ein paar Mondsteine für Mengo. Mondsteine habe ich ja genug. Ich denke mal, dass ich die nicht finden muss, sondern auch nur herfahren, ne? Käfige und Mondsteine, haben wir irgendwas, was wir denn damit herstellen können? Nee, nicht wirklich. Das ist wieder einfach nur irgendwas, was wir bringen sollen. Okay, da muss ich dann erstmal wieder nach Hause, denn den Adlerhorst habe ich die nicht. Aber zu Hause ganz bestimmt. So, mal abladen und gucken, ob das mit den Mondsteinen so reicht. So wirklich. Muss ich quasi Steine klopfen und das muss da rausspringen? Wahrscheinlich dann schon. Was denn da hinten? Aber ob da ausgerechnet Mondsteine raushüpfen, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt dann so ein Glücksdingens, ne? Weil zufällig was raushüpft. Oder aus dem Pyrit? Ich gar nicht. Wie viel hatte das? 35? Und da könnten wir hier rausspringen. Bringen wir die doch mal nach Hause, weil hier nutzt das nichts, wenn wir, aus- und einladen. Warte mal, wir machen mal. Dann sieht man besser. Schwer. Hey, ich will das andere. So, da müssen wir uns ein bisschen was anessen. Und dann tatsächlich auch Mondsteine raushüpfen. Probieren wir es einfach. Und wenn, dann muss es halt noch ein bisschen warten, bis es dann zufällig soweit ist, weil Steine gibt es hier ja genug. Jetzt auch keiner dabei, wenn ich es richtig sehe.
Das ist wie, weil das ist dann wieder so, so, wenn man gerade gar nicht dran denkt und dann muss ich ja rechtzeitig auf den Aufnahmeknopf drücken, weil ja dann die Quest weitergeht. Ja, ich hätte die Käfige noch zurückhalten sollen, aber ich dachte, das gilt halt auch. Binde ein paar Mondsteine. So viele im Lager. Kann er alle haben? Nicht alle. Aber kann er gerne welche von haben. Okay, das heißt, ich muss da noch ein bisschen weiter abbauen. Und wenn ich Glück habe, dann kriege ich auch ein paar Mondsteine. Da waren sie dabei, bei der nächsten Lieferung. Ich habe einen ganz großen, einen 95er Fels abgetragen. Und da waren sie drin. Mengo hielt inne und zwinkerte mir zu. Ich verstand sofort. Morgen wird ein langer Tag werden. Müssen wir was kochen? Die Kahns haben versprochen, mir zu helfen, doch bislang beuten sie mich nur aus. Trotzdem muss ich so viel Informationen aus Mengo herauskriegen, wie ich nur kann. Ja, ich sag ja, die werden uns schon noch hinhalten, sonst hätten wir ja gar nichts zu tun dort und würden gleich weiterziehen. Besorge etwas Quarz für Mengu und bringe ein paar Puteneierkörbe nach Kanbulat und lade sie dort ab. Das sieht mir immer wieder so aus, als ob ich das abbauen müsste, oder? Also an dem Bildchen gemessen. Und nicht, dass ich einfach nur Quarzsand da hochbringe. Wir können es ausprobieren, aber ich vermute mal, dass wir Quarz abbauen sollen. 20 Stück. Würde mich nicht wundern. Gucken wir gleich mal Puteneierkörbe 3 Stück. Können wir herstellen. Gucken, wir haben heute schon mal so ein paar Körbe hergestellt, aber keine Puteneier. Da, 1, 2, 3. 3 waren es, ne? Und die laden wir mal auf. Und dann gucken wir mal noch mit Quarz. Aber das wird nicht Quarzsand sein. 100 pro nicht. 50 wollten sie, oder? Wie viel? 20. Ich glaube nicht, dass es bei Sand bleiben wird. Nicht immer. Immer Lager ist für mich immer das hier. Wir können es hier mal hochbringen, dann sehen wir es. Also tatsächlich, wir müssen es abbauen. Also müsste es auch hier welches geben. Also hier so ein kleines. Dann hätten wir aber nur 15. Aber wenn wir jetzt noch mal ein kleines... Irgendwo ist da noch eins versteckt. Vielleicht hier irgendwo noch dazwischen. Sonst sehe ich nämlich im Moment keins. Dann holen wir das da mal. Und dann müssen wir da noch ein bisschen freiklopfen, um zu gucken, wo es noch mehr hat, aber Stücke wahrscheinlich wieder, oder? Gucken wir mal. Okay, Quarz. Und muss ich das jetzt hier abladen? Kleines Quarzstück. Alles entladen. Nö. Was ist das gemeint? Oder wenn wir es zu Hause abladen und es dann quasi rausspringt. Das müssen wir jetzt mal testen. Die Garaffel. Dass das dann gerechnet wird, wenn es rausspringt, zu Hause vielleicht. Ja, ich werde mal ein bisschen weiter wursteln. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Beim Raushüpfen, und da hat der 15er sogar schon gereicht. Also quasi ein großer und ein kleiner. Mengo sagte, die Kahns hätten keine Grabungen in ihrem Schrein erlauben können. Sie nahmen ihn als Gefangenen, erzählte Mengo grinsend und fügte hinzu, dass der Fremde am nächsten Tag vom Land der Kahns verstoßen worden war. Doch die Sache hatte einen Haken. Also sind das gar nicht so nette, sondern eher so böse
Naja, sagen wir mal, was heißt böse? Halt so welche, die ja sich schon andere zunutze machen, ne? Ich hoffe nur, dass das jetzt mit mir irgendwie nichts dann zu tun hat. Mal gucken. Was haben denn die vor mit uns? Oder mit mir? Der Fremde schrieb ein Tagebuch, in dem sich Informationen über den Ort des Sternennests und den Weg dorthin befanden. Nachdem ich das erfahren hatte, machte ich einen Schlitten fertig, um neue Aufträge für Mengu auszuführen. Füttere deine Hunde anständig, ernte etwas Paprika für deine Reise und bringe etwas Honig für die Reise nach Kanbulat und lade ihn dort ab. Die Frage ist, ob ich meine Hunde händisch füttern muss. Oder ob das reicht, ob das automatisch reicht. Probieren wir einfach aus. Wir müssen ja eh noch ein paar Mal hin und her fahren, ob das dann gilt. Und Ernte Paprika, ja, die Paprikaproduktion läuft hier sowieso, weil ich die Paprika für mein Schiff brauche. Ist sogar bald fertig, aber natürlich nicht gleich. 50 Stück, das dauert, oder 60, das dauert noch ein bisschen. Und den Honig bringen wir dann auch, wenn ich weiß. Das bringen wir dann. Wobei, das müssen wir da ernten, ne? Das ist sehr gut, das müssen wir gar nicht hochbringen. Wenn wir dann wissen, wie es weitergeht, dann überhaupt den Honig.